die geistliche Begleitung hilft, weil man einen geistlichen Begleiter hat, der viel Erfahrungen hat und aber auch viele andere Menschen vielleicht, die er begleitet und einfach dann das irgendwie so parallel ziehen kann und einfach weiß, wie andere Probleme gelöst haben, wie andere sich in bestimmten Situationen verhalten haben und so. Und deswegen ist auch wichtig, bei einem geistlichen Begleiter sich wirklich vielleicht einen zu finden, der auch von der Spiritualität her ansprechend ist, weil wir haben viele Spiritualitäten oder viele Wege in der Kirche, viele Orden und so weiter. Und vielleicht dann wirklich einen finden, der auch irgendwie das eigene widerspiegelt oder anspricht und dass man dann wirklich mit ihm konkret sein kann, ganz ehrlich und über alles wirklich reden kann. Jeder Mensch braucht irgendwen, dem man wirklich alles anvertrauen und alles sagen kann. In der geistlichen Begleitung empfange ich Klarheit, Sicherheit und auch Ermutigung. Und es ist gut, dass ich vertrauen kann, dass Gott gibt dem geistlichen Begleiter ein, was er mir sagen will. Und durch dieses Vertrauen, dass durch Gott ist diese Beziehung entstanden und er ist eigentlich der, in diese Begleitung handelt, kann ich wirklich so eine Klarheit und Sicherheit haben auf dem Weg, was ich gehe. Und was mir ganz wichtig war am Anfang meiner Berufung, dass ich einen ganz guten geistlichen Begleiter hatte. Und durch diese Begleitung habe ich auch mich selber besser erkannt. Und wie ich mich selber besser erkannt habe, konnte ich ehrlicher mit mir sein. Und wie ich mit mir selber ehrlicher war, konnte ich meinen Wunsch auszusprechen, dass ich eine Ordensschwester werden möchte. Und darum hat mir diese Begleitung sehr viel geholfen.